Seid gegrüßt und recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Channel. Ich bin nach wie vor euer bester Freund Kodando und gemeinsam starten wir heute in ein weiteres japanisches Indie-Horror-RPG. Und zwar trägt es diesmal den Titel Mikko Ame, was so viel heißt wie bernsteinfarbenes Karamellbonbon. Oh ja, es handelt sich hierbei um ein Wahoo-Horror-Game, was so viel heißt wie ein Horrorspiel in japanische Garmente gewickelt, also im japanischen Stil. Und geboten wird uns das Ganze von Shigemaru Ga. Oder wie man ihn auch ausspricht, keine Ahnung. Jedenfalls so eine Art. Ihr seht es unten, aus dem Jahre 2016 stammt es. Es ist relativ neu. Und mich wundert, dass das Spiel noch nicht hier in der westlichen Hemisphäre zumindest ein wenig bekannt ist. Weil es einfach eine bombastische Optik bietet. Und ich denke mal, wir sollen reinstarten. Und das machen wir, indem wir hier gleich mal auf Hajimeru gehen, beziehungsweise auf Rumejiha, denn das ist irgendwie andersrum geschrieben. So ein bisschen auf Altjapanisch getrimmt, wo man ja von rechts nach links noch gelesen hat und das haben sie irgendwie so umgedreht und das ist eine tolle Optik. Jedenfalls, es geht los und ich starte mal rein und zwar sogleich. Zack, und ich bin gespannt, was auf uns wartet. Ich habe mir nicht viel gespoilert. Ich habe mir nur mal ein paar Screenshots angeguckt und war begeistert von dem Aussehen. Und ja, bevor wir uns hier mehr um das Aussehen kümmern, kümmern wir uns erstmal um den Schwierigkeitsgrad. Den können wir nämlich jetzt auswählen. Wir haben 3 zur Auswahl. Ja, ihr seht das. Einmal haben wir hier den Lehrling, den Arbeiter und hier den Chef vom ganzen Gemache. Und der Lehrling, da wird uns gleich zugeschrieben, dass das was ist für Leute, die das zum ersten Mal spielen. Das ist für Leute hier, das ist Medium wahrscheinlich, für Leute, die das sich schon an das Spiel gewöhnt haben. Und hier für die, die sich dran wagen, das im auf ganz schwer, also im höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen. Ich habe noch gar keine Ahnung von nichts, deshalb starte ich lieber mal jetzt auf easy. Ich bin normalerweise jemand, der immer mit Normal geht, aber hier denke ich mal, ist es besser, wenn wir als Lehrling hier reinstarten. Deshalb drücke ich mal Kette, wir haben jetzt uns entschieden und da steht nochmal der Entwickler Shigemaru Ga. Jawohl. Warnung, dieses Spiel enthält gewalttätige und groteske Darstellung. Na sowas, das sind wir ja gewohnt. Und dieses Spiel ist reine Fiktion, also sämtliche Ähnlichkeiten und sowas mit wirklichen, wahren Personen oder Gruppierungen oder Ereignissen und sowas ist natürlich nicht geplant. Also dazu gibt es keinen Zusammenhang, ist also alles nur Fiktion. Gut, das wissen wir, Gott sei Dank. Und jetzt haben wir Funktion 1, was ist das? S. Wir können hier wahrscheinlich die Geschwindigkeit der Sätze ein wenig einstellen, also die Dialoge und sowas können wir wahrscheinlich dann schnell überspringen und sowas, aber wir wollen ja das nicht, wir wollen das relativ genüsslich angehen, deshalb brauchen wir das alles eigentlich nicht, ne? Hier haben wir Funktion 2, Q. Event Skip, wir können also Event Sequenzen auch skippen, wollen wir doch gar nicht, wir wollen das alles sehen, hallo, weg damit, so, und dann kann es jetzt auch mal losgehen, so, go, yon, son, ni, ich. Und damit beginnt der Film, oder was? Und, Mutter, das ist doch... Hm? Das ist doch... In letzter Zeit hast du doch... Das, darf ich das haben? Ich kümmere mich auch gut drauf, Brumm, bitte. Ah, ja, darf ich? Ich werde es immer bei mir haben. Was passiert denn da? Es tut mir leid, es tut mir so leid. Ich werde es auf jeden Fall reparieren, das verspreche ich dir. Mikko Ame. Da steht nochmal der Titel geschrieben und ihr seht, das geht direkt rein und das war ein bisschen sehr fix. Also ich brauche eigentlich ein bisschen mehr Zeit, um das alles zu übersetzen, aber ich gebe mir Mühe, das so schnell wie möglich zu machen. Und hier haben wir den Haarspangladen Sakamoto, ja? Haarspang, ja genau. Werden hier anscheinend handgefertigt. Und ihr seht, das spielt alles ein wenig in der Gegend, in der Vergangenheit, ja? Das ist ein bisschen spätmittelalterliches Japan. Und diesen Charme mag ich ganz besonders und deshalb freue ich mich auf diesen Titel. So, und da spricht, wie heißt er, Kiyoshi vielleicht? Und er fragt, was ist denn hier mit dem oder der Jungen hier? Der Kleinen oder dem Kleinen? Kiyoshi, da steht nochmal geschrieben, der Name. Und Saburo heißt er, glaube ich, der sagt, noch ein bisschen, dann kommt gleich bestimmt. Brauch noch ein bisschen. Ja, Saburo. Und er sagt hier, was, schon wieder zu spät? Ah, oh, meine Güte, wie kann man so lahmarschig sein? Masaichi. Und da, schwer bepackt, kommt schon jemand dahergelaufen. Ich kann noch nicht sagen, ob das
Mädchen oder Junge ist. Oh, doch, 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 die Oberweite sagt ganz klar, da hat entweder jemand zu viel gepumpt oder das ist doch ein wenig was anderes. So, Kiyoshi sagt, ah, komm, geh mal her, ich nehme das mal her. Und Mitsu, Mitsu, ist die Gute. Und da steht es nochmal, Mitsu. So, und jetzt, Masichi sagt, Mitsu-chan, also mal ganz ehrlich, was ist denn los mit dir, ja? Also, musst du dich immer auf Kiyoshi verlassen? Wie lange soll das noch weitergehen? Dass du hier nicht mal deine Arbeit alleine machen kannst. Ah, das ist ja echt unglaublich, dass du diese Kleinigkeiten deinen Übergestellten, also denjenigen, ne, die über dir stehen, dass du denen deine Aufgaben, diese kleinen Kackaufgaben überlässt. Das macht man nicht. Da fehlen mir die Worte. Oh, wird sie gescholten von allen Seiten. Kiyoshi trägt das aber ganz still, mit Würde. Der lehrt sie wahrscheinlich in den Job rein. Die ist also die Anfängerin, die Mitsu, ne? Und da spricht jetzt der Chef. Ja, der Chef, der spricht jetzt mal. So, was quatscht ihr denn da schon wieder? Also hier herrscht ein rauer Ton. Das sind harte Zeiten hier anscheinend. So. Wie sieht's aus? Habt ihr jetzt endlich mal eure Kansashi? Das sind diese Haarspangen, ne? Die Geisha auch in den Haaren tragen. Wie auch im Vorspann war, ne? Haben wir endlich mal was geschafft da? Also müssen wir mal welche herstellen hier. Oh. Oh, da ist er. Da kommt er. Da kommt er. Um Gottes Willen. Der sieht aber echt streng aus. Guck dich den mal an hier. Oh, nee. So. Vorbereitung getroffen. Alles fertig. Oyakata ist der Chef. Und da sprechen jetzt alle Schüler. Jawohl. Haben wir gemacht. Hm? Er guckt sich jetzt die Arbeiten von denen an, also wahrscheinlich haben die Haarspangen geschaffen und er schaut da jetzt mal rüber und bewertet die und sagt es, gar nicht so schlecht. Aber mal ganz ehrlich, so ein bisschen die Feinheiten und sowas, da muss man noch ein bisschen was ausbessern, das muss ich noch einiger machen. Verstanden, vielen herzlichen Dank, sagt hier der Schüler. Welches? Masichi, zeig mir mal, welches du da gemacht hast. Ja, hier, schauen Sie mal bitte. Welches, Ja, da sieht man schon die Musterung. Schön, schön hergestellt. Oh ja, so machst du weiter. Das ist gut. Klasse. Vielen herzlichen Dank. Kiyoshi, und wie sieht's mit dir aus? Ja, hier. Ja, das ist gut, das ist bis aufs Detail, ist das hier richtig schön getroffen, schön ausgearbeitet, das gefällt mir. Meine Güte, du bist ganz schön besser geworden, ne? Vielen herzlichen Dank! Ist da noch irgendjemand, der was hier geschafft hat, irgendeine Haarspange hergestellt hat? Man sieht, das ist schon ein bisschen auch dieser Konkurrenzkampf, ne? Der eine gönnt dem anderen nicht so richtig, was ich jetzt mal den dem schwerfälligen Blick von Masaichi da eben abgeguckt habe und jetzt auf jeden Fall fragt er, ob jemand anders noch was fertiggestellt hat. Oh, und Mitsu sagt, ja, ganz genau, ich habe auch was hier. Und Saburo, was? Die schon wieder? Oh. Na, was hat sie denn heute schon wieder fabriziert? Ha? Meine Güte, du hast anscheinend viel zu viel Selbstbewusstsein. Deine Arbeit. So, gucken wir mal hier, Also, ich habe gedacht, dass ich da ganz viele schöne kleine Blumen ranmache und das ganz toll aussieht dann. Oh mein Gott, das ist also ihre Haarspange. Und man sieht, da ist auch dieser Bernsteinton, der auch ja titelgebend ist hier. Das ist Beko-Ame, ist ja diese bernsteinfarbenen Bonbons. Warum auch immer das Spiel so heißt, das werden wir wahrscheinlich noch sehen. Und Beko, von diesem Beko-Ame, heißt auch gleichzeitig ihr Schildpatt. Das ist, glaube ich, so vom Schildkrötenpanzer dieses, ne? Ist schon, was ich meine. So, jedenfalls, guckt er jetzt sich die Zahnspange, sag ich schon, die Haarspange. Sowas im Mund stecken würde ich euch nicht empfehlen, also eher ins Haar, ja? So, und der Chef sagt auf jeden Fall, Aha, sagt Mitsu. Mitsu, was ist das denn hier? Das soll eine Haarspange sein? Oh, du dumme Idiotin! Meine Güte, wie kannst du es wagen, mir so eine schäbige Haarspange zu zeigen? Ich wollte doch einfach nur, dass die ihnen gefällt. Sie haben doch die Ahnung und sie wissen doch, wie die Kunst geht und ich wollte sie doch nur beeindrucken. Und? Mitsu,
Was, du solltest eigentlich mal deine Klappe halten, ja? Das ist ja, mit wem denkst du, sprichst du hier? Was ist denn hier los? Kommt hier die Okami, also die Frau vom Chef, also die Chefin sozusagen, die kommt hier rein und fragt, was ist denn hier für ein Lärm? Wie heißt die Tatsue? Ach, das ist, Tatsue ist wahrscheinlich ihr Name. Was machst du denn hier, so plötzlich? Nun, ich wollte nur mal deine, fröhliche Stimme hören. Die Okami ist also die, Chefin, ne? Ach, Mitsush, du schon wieder. Also das soll etwa eine Haarspange sein. Da hast du mal wieder richtig prächtig Scheiße gebaut anscheinend. Ist ein richtiger Mist geworden. Und, was mit euch? Seid ihr auch in Ordnung? Wir sind hier ein Laden, die hier Haarspangen verkaufen, ja? Und da mal richtig schön Kapital mitmachen. Wenn wir jetzt so einen Schrott hier verkaufen, dann gehen wir unter, dann fallen wir ja in Bankrott. Wollt ihr, dass wir hier, dass unser Laden hier am Ende hier aufs Ende zugeht oder was? Nein, ist okay, ja, wir geben unser Bestes, sagen sie alle hier im Chore, im Kanon. Also Mitsu, wir haben keine Zeit und keine Lust, mit so jemandem wie dir hier weiterzuarbeiten, wenn du so einen Kack die ganze Zeit machst. Ja. Das war aber eine sehr leise Antwort. Ja. Meine Güte. Also Kiyoshi, dich könnte man, zu solchen Zeiten könnte man nicht mal ein bisschen mehr, kannst dich mal mehr nützlich machen, ja? Und hier mal ein bisschen sorgen, dass hier Ordnung herrscht. So, also, gebt euch mal mehr Mühe. Boah, ist die eklig. Ich als Frau. So, und jetzt wieder zurück zur Arbeit. Ja, sagen alle hier im Gleichchore. Und sie ist leicht bedrückt, das kann ich natürlich verstehen. So, und weiter wird gehalten. Und dabei gab es extra Leute, die gesagt haben, meine Haarspange wäre so schön gewesen. Meine Haarspange. Und da sagen die wäre total hässlich und nicht wirklich richtig toll. Ja, die haben zwar recht, dass die ein bisschen marode war und schnell zu Bruch ging, aber nun, nicht wahr, Bruder Kyo oder Kyo? Meinst du etwa auch, dass diese Haarspange, dass der Schmuck darauf, die Dekoration, die Deko-Gegenstände ein bisschen zu schwer waren? Meinst du, es wäre besser gewesen, hätte ich die Blumenapplikation da reingefräst, anstatt die ranzukleben? Also Kiyoshi ist der ihre Arbeit, ihr Aufseher sozusagen, der sie einarbeitet, ne? Er schweigt aber lieber. Kyo, hörst du mir überhaupt zu? Ach, Mitsu, halt die Klappe und arbeite. Ach, es hat doch gar keinen Zweck, das Teil hier noch zu reparieren. Ich werde stattdessen eine neue Haarspange herstellen und damit alle erstaunen und zeigen, was ich drauf habe. Setz dich hin. Ist schon okay, wir reparieren, du setz dich jetzt hin und dann reparierst du das Teil sofort, ja? Sie ist ein bisschen wirsch, so, also sie weiß nicht genau, was sie tun will, ne? So ein bisschen wankelmütig, von einer Aktion zur nächsten schreitet sie. Aber sie ist ja noch ein Lehrling. Und Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre, das weiß ein jeder, da muss man sich durchkämpfen. Jedenfalls, also es wird mir ja eh niemand hier irgendwie, ne, unterstützen. Und sowieso hilft mir da niemand richtig, also sie muss da selbst durch, ja. So, dann wird hier gearbeitet und wer ist das denn da? Aha. Mitsu, bist du gesund und munter? Hisui. Ah, und du bist immer noch hier? Na, du hast es ziemlich schwer, nicht wahr? Sagt hier Kohaku. Nun, damit hat euch nichts anzugehen, warum ich hier bin und sowas. Also bitte geht wieder. Oh, Mitsu, du bist aber ganz schön angepinkelt, ne?
Komm, komm, lass uns hier gehen. Wir wollen hier nicht länger bleiben. So, also ich würde sagen, für heute ist hier Schluss. Die Haarspange kannst du auch morgen noch reparieren. Und bitte fortan sei ein bisschen ernsthafter und sei besser bei der Sache, ja? Denn jemand wie du, der hier so viel nur rumalbert und sowas und nicht zustande kriegt, solche Leute findet man kaum, ja? Oh Mann, ey, kann man nicht mal nett zu mir sein? Ich nehme an, dass ich das bin, oder? Was labert der, dass ich hier rumalbern würde und sowas? Quatsch. Und dabei, Mann, Kyo, also Kiyoshi, ne? Obwohl er den allen anderen immer relativ, also anderen Lehrlingen immer so viele Tipps gegeben hat. Was ist nur mit mir? Warum bringt er mir nicht bei, wie man das richtig macht? Ich möchte doch dabei so gerne mich verbessern. So, Kapitel 1. Und die sonderbare Stadt heißt dieses Kapitel. Und wie ihr seht, da sind wir jetzt schon woanders wieder, ne? Und, was sagt ihr bisher zur Optik? Also ist doch ganz schön, oder? Also ich finde es optisch sehr ansprechend. Und jetzt, Mietze sagt auf jeden Fall, stöhnt hier rum. Und da sind wir jetzt wo? Das ist lecker. Was ist lecker? Und da wird ein schöner japanischer Tune eingelegt hier. Ah, und wie erwartet, die Songs von Ludico sind immer so fantastisch, sind die besten. So kann ich mich erstmal jetzt beruhigen und ein bisschen entspannen. Nein, kann ich nicht. Ich kann jetzt hier nicht nur rumeiern. Das geht doch nicht. Ich sollte einfach mal zur Entspannung rausgehen. Ein bisschen mal, ne? Ein bisschen frische Luft schnappen. Und hier, meine geliebte Haarspange hier. Dich nehme ich mit. Soll ich dich mitnehmen? Also dann, lass uns mal rausgehen. So, und jetzt kann man sich sogar bewegen, man sieht es. Und Bewegung mit den Bewegungstasten und Shift lässt uns dann auch rennen. Und, also Entscheidung treffen bzw. interagieren sowie untersuchen kann man mit Enter Space oder Z. Und ins Menü kann man mit Escape, Num 0 und X. So, und jetzt seht ihr das, wir können hier laufen tatsächlich. Und was ich ganz cool finde, wo man untersuchen kann, werden uns Pfeile angezeigt. Und das ist mal eine ganz andere Optik. Ich gehe jetzt mal kurz ins Menü. Zack, da sind wir. Und haben hier diverse Unterpunkte. Ganz oben kann ich ja hingehen. Ganz oben ist das Inventar. Hier ist die Vorstellung der Charaktere, die vorgekommen sind. Der dritte Punkt sind die Erinnerungen. Dann haben wir den Schwierigkeitsgrad und Beenden. Und rechts sehen wir Mitsu mit ihrer Haarspange sowie einem Text, der sie beschreibt. Und sie ist ein Mädel mit einer sehr starken, mit sehr starken Eifer, die nicht so schnell aufgibt. Und sie ist Lehrling in dem Haarspangenladen Sakamotoya. Und sie macht so eine Art Praktikum bei ihrem Vorgesetzten, also dem Kiyoshi, dem sie unterstellt ist. Und was sie nicht ab kann, ist die Chefin des Ladens, das haben wir ja schon gemerkt, die ist ja auch ein bisschen am Rumpfschichten gewesen. So wie Spinnen mag sie auch nicht. Okay, und hier können wir, achso, das ist die Vorstellung von ihr. Und hier können wir, wie gesagt, die ganzen Charaktere uns nochmal angucken. Und ja, aber wie gesagt, das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht machen. Gleich zu Beginn, mit denen werden wir uns so schon anvertrauen. So, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ich gucke jetzt einmal mal rum. Die sind nicht hier. Wer? Wer ist nicht hier? Was sucht sie denn? Und hier sind auf jeden Fall Karamellbonbons. An einem Tag eins. Bis eins an einem Tag. Also nicht mehr. Wahrscheinlich macht sie nur hier... Legitimiert sie hier ihren Süßigkeitenbestand. Also... Will sie hier vielleicht die Diät machen. Keine Ahnung. Also hier steht ein... Achso. Ein Schallplattenspieler, der ein bisschen schäbig ist, den sie aber mal gefunden hat, als sie rumgelaufen ist. Ludico ist wirklich so toll. Ich würde ihr so gerne, das sind Sängerin, ne, die Ludico, so gerne eine meiner Haarspangen geben.
Und hier habe ich immer meine wertvolle Haarspange drinne in dem Regal. Und wenn ich irgendwann mal gut bin, dann kann ich die reparieren. Ah, okay. Das war, bezieht sich dann wahrscheinlich auf die Haarspange, die wir im Intro gesehen haben, in diesem kleinen Intro-Clip, wo sie anscheinend wahrscheinlich die Mitsu, die Haarspange von der Mutter geliehen hat oder sowas und die dann zu Bruch gegangen ist und versprochen hat, sie zu reparieren. So nehme ich das mal an und wahrscheinlich ist das der Grund, warum sie diesen Job angenommen hat vielleicht, um die zu reparieren. Jedenfalls, was ist hier? Hier sind auf jeden Fall viele Zeichnungen verteilt über Haarspangen und wie man die macht. Aber aufräumen tue ich ja später. Gut. Kann ich denn speichern, frage ich mich? Nee, ne? Speichern kann ich so nicht. Dann gehen wir mal raus. Und sind jetzt hier im Flur. So eine Art Wohnheim wahrscheinlich, ne? Oh, was? Oh, wenn ich hier weitergehe, dann komme ich zum Zimmer der Chefin. Das wollen wir natürlich. Das wollen wir nicht. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gesehen werde. Ach so, sie schleicht sich jetzt raus. Wahrscheinlich hat sie so eine Ausgangssperre auch. Ah, da ist mir was Gutes eingefallen. Das Schnitzermesser von Kyo sollte ich, also von Kiyoshi, sollte ich mir vielleicht mal leihen. Und da geht sie ganz eigenwillig hier in das Zimmer, was wahrscheinlich Kiyoshi gehört. Guck mal hier um. Ah, ich glaube, ich sollte hier nichts öffnen. Das wäre nicht so ganz gut. Lesen wir mal hier. Hier sind ganz viele Bücher über Kansashi, also die Haarspangen. Hm, kann das vielleicht sein, da drinnen? Ist vielleicht noch was? Nee, nichts, was wir mitnehmen können. Nee, dann gucken wir mal hier. Da sollen wir, glaube ich, ran, ne? Da leuchtet es zumindest. So, also, in letzter Zeit ist Kiyoshi irgendwie so komisch ein bisschen, ne? Also, der macht mich ein bisschen wütend. Und dann haben wir jetzt was eingesammelt, und zwar hier seine Schnitzermesser. Ich freue mich schon, ich stelle mir jetzt schon richtig vor, wie Kiyoshi, wie aggro er ist, wenn er sieht, dass die Sachen hier weg sind. Was für eine Lage ist. Haha, da lache ich mich schon kaputt hier. Ist aber nicht nett von ihr. Oh. Da wurden wir wahrscheinlich gerade gespottet, wie wir weggehen. Hm, wo gehe ich wohl hin? Am besten? Hm? Vielleicht habe ich ein bisschen sehr übertrieben, sagt sie hier. Einen wunderschönen guten Abend, sagt hier eine unbekannte Person, eine Frau. Ist hier neben Ihnen frei? Ja, bitte setzen Sie sich. Vielen Dank. Das ist ja eine wirklich traumhaft schöne Frau. Ob das eine aus der Stadt ist? Hm. Was ist nur mit ihrem Hals? Was ist das für eine Wunde? Dürfte ich dich fragen, wo sie nun hinfahren, wo sie hinwollen? Nun, ich möchte in die Stadt, also. Also, das ist der gleiche Zielort, den ich auch, anvisiere. Ach so, ich verstehe. Ah, okay, es ist sehr selten, eine Mädchen zu sehen, die als, normale Arbeiterin arbeitet, die solche, so eine Arbeiter, Handwerker-Uniform anhat. Kann es sein, dass Sie Handwerkerin sind? Also Handarbeit machen? Ja, ich bin Lehrling im Haarspangen, bei der Haarspangen-Manufaktur. Und ja, ich bin ganz unbewusst, habe ich hier meine Arbeitskleidung angezogen und bin so rausgegangen. Ach so. Ich verstehe, das muss ganz schön anstrengend sein, bis spät abends zu arbeiten, nicht wahr? ich wollte Ihnen sagen, diese Sakura-Haarspange, also Kirschblütenhaarspange, die ist total fantastisch. Vielen Dank, die gefällt mir auch am besten. Haarspangen sind wundervoll, nicht wahr? Wenn man sie trägt, dann hat man gleich ein ganz tolles Gefühl, fühlt man sich so prächtig. Nun, könnte ich vielleicht auch deine Haarspange mal sehen? Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, können Sie mir vielleicht sagen, wie Ihr Laden heißt und den Namen von sich mir nennen? Dürfte ich Sie fragen? Ist schon in Ordnung. Ich werde es auch
als Geheimnis behalten, dass ich sie hier um diese Uhrzeit treffe. Mein Name ist Mitsu und ich arbeite beim Haarspangenladen Sakamoto-ya. Und Sie? Was mich betrifft? Nun ja. Wie wäre es, wenn Sie mich Kansashi-san nennen, also Frau Haarspange sozusagen? Hä? Ja, dann ist es entschieden. Nennen Sie mich einfach Frau Haarspange, Kansashi-san. Ich glaube, ich bleib lieber bei Kansashi-san, ja? Frau Haarspange klingt ein bisschen bescheuert. Es freut mich, dich kennenzulernen, Mitsu-chan. Also hier, Kansashi-san. Es freut mich auch. Oh, da komm da! Da scheint niemand gerade drin zu sein. Niemand Fahrer sitzt drin. Was ist das für ein Geisterwagen? Oh, und da ist er gekommen. Also dann, bitte, nach Ihnen. Der Bus, nun... Sie wollen doch ausgehen, nicht wahr? Fahren die nicht mit? Wo haben Sie die Kirschblütenhaarspange denn gekauft, wenn ich fragen darf? Fragt hier Mitsu, die Frau. Nun, das ist ein Gegenstand, den ich in der Stadt von jemandem gekriegt habe, mit dem ich viel Zeit verbracht habe. Was ist das für eine Person? Eine wirklich fantastische Person. Jemand, der sehr rein ist und ein ganz klares, grelles Lachen hat. Eine Person, die mir das Gefühl gibt, etwas wert zu sein, bei der ich mich sehr wohlfühle, wenn ich mit ihr zusammen bin. Weil ich immer mit ihr zusammen war, bin ich nun hier. Ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich das so formuliere. Hä? Apropos, die Haarspange, die Sie in Ihren Händen halten, sagt die Frau jetzt zu Mitsu, warum tragen Sie sie nicht in Ihrem Haar? Ah, die... Nun, ich habe sie, als ich klein war, mal fallen lassen und sie somit zerstört. Kaputt gegangen ist sie. Und weil ich Angst hatte, dass noch was Schlimmeres passiert, habe ich mich entschieden, sie nicht mehr anzusetzen, sondern sie nur noch mit mir zu tragen. Sie scheint Ihnen sehr zu gefallen, diese Haarspange. Um ehrlich zu sein, ich habe... diese Haarspange hat mich dazu gebracht, den Job als Haarspangenherstellerin anzufangen. Ich verstehe. Auch wenn die Arbeit wirklich schwer ist, solange ich die Haarspange bei mir habe, gebe ich mein Bestes. Aber irgendwie funktioniert alles nicht so, wie ich denke und wollte am besten. Es ist immer so, dass mein Chef und meine Chefin sauer auf mich sind und alle machen sich lustig über mich. Und darüber hinaus bin ich für meinen Lehrmeister Kyo immer eine Last. Es tut mir leid, dass ich auf einmal so komische Sachen sage. Es ist in Ordnung. Kopf hoch, sagt Kansashi-san. Nun, gib das den Arbeitern, die sich Mühe geben. Was ein... Also ihr gebt jetzt hier diesen... Der Mitsu, also die Kansashi-san gibt es Mitsu ein Karamellbonbon, ja? Ah, ein Karamellbonbon, das ist etwas, was ich liebe. Da habe ich ganz viele Gedanken an früher dran, an diesen Karamellbonbons. Die liebe ich jedenfalls. Das habe ich mir schon gedacht, sagt die Dame. So, dann guten Appetit hier, lass uns noch schmecken. Itadakimasu. Jetzt isst sie hier ein Karamelllutscher. Lecker. Irgendwie werde ich müde. Was war da K.O.-Tropfen in dem Lutscher drin, oder was? Mitsu! Wach auf, wir sind da! Was in... Hä? Sehen wir jetzt anders? Wir sehen anders aus, ne? Hallo? Was ist denn hier? Wo sind wir denn überhaupt? Da steht, ich komme wieder, dich abzuholen? Was ist das? Ist das ein Scherz? Hä? Das gibt's doch gar nicht. Gibt's noch andere Leute, die sich solche Späße hier erlauben, wie mich? Sie ist ja auch so ein Scherz wohl, ne? Nein, hier lang, sagt Kansashi-san.
Ah, wie ich erwartet habe, steht dir das doch viel besser, Mieze. Und da sind wir gleich in den schönsten Kimono gelegt. Was ist nur passiert? Komm schon. Wir folgen ihr. Warum tragen wir ein Kimono? Ist die große Frage, die sich mir stellt. Und da ist sie verschwunden. Oh, Fräulein, hier bin ich. Spricht hier Kakashi, die Vogelscheuche. Oh, du bist ja ein süßes Fräulein. Wenn du willst, können wir hier ein Pläuschen halten. Wie du siehst, bin ich hier aufgestellt worden und kann mich nicht bewegen. Das ist ziemlich langweilig. Aber es wäre doch schön, wenn wir mal quatschen. Ich merke mir dann auch, was du mir erzählt hast. Das ist also der Speicherpunkt. Hier können wir dann uns sichern, unseren Fortschritt. Und da bedankt er dich. Das war sehr interessant. Haben wir ihm erzählt, wo wir sind. Und der Weg ist dunkel und finster. Und bevor wir nun weitergehen, liebe Leute, sag ich einfach mal, das war's für die erste Folge. Jetzt habt ihr so den ersten kleinen Mini-Eindruck gekriegt. Und mich würde interessieren, wie das Spiel euch bislang gefällt. Also, von der Story habt man jetzt bestimmt noch nicht so wirklich viel mitgekriegt. Das wird sich aber noch entwickeln. Aber so von der Optik, dem Look und dem, was passiert, kann man ja trotzdem vielleicht ein Urteil bilden. Und das würde mich natürlich freuen, wenn das der Fall ist. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was jetzt auf uns wartet, wenn wir der guten Frau Haarspange, also Kanzashi-san, weiter folgen. Das sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin bleibt ihr bitte gesund und munter. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen!